Okay. Here we go again. Civil hit 'em 100 kilograms. Sledgehammer rhythm. Let us split 'em on impact. Swinging like Gibbons through this track. We keep the safeguard of our Rhodesian Ridgebacks. Underground studio witchcraft. Stuck in the booth like a movie roll. The hash in the air smells like cookie dough. I couldn't give a fuck less about. Try rapping that tough with your guts hanging out. That about does it. Your heart rate plummets. Your best friend vomits. The sky rains comets. Shoulda, woulda, coulda. What ifs? Hacked into nugget-sized trash bag rubbish. You talking to the one that wrote branded at 21? Fuck your Instagram, fuck Donald Trump and Lil Pump. This is rebel shit, heavy metal shit. Spit at the cops or skip school for the hell of it. They call it hittles that kill all you little littles. Your body is in the shed while I pillow talk with your widow. I bet a lot of parents don't like skits. But it goes like this. Listen, kids, that's not a knife, this is a knife. Filmen. Warum? Weil ich gleich in die Garage gehe. Was ist in der Garage? Kann ich begleiten? Kann ich begleiten, ja. Guck mal, wie gut ich eingepackt habe. Krass, oder? Ich bin jetzt sogar mit einem Zug in den Hof rein bei mir. Also, mit den Kleinen. In der Liebstube machen, darf keiner wohl wissen, wo ich wohne. Obacht. Ja, gesagt, Obacht. Dankeschön. Mal leiser, Clemens. Mach's mal leiser. Kann leiser machen, ne? Was hast du, Screenshot gemacht? Wenn du zweimal aufpasst, ist das Screenshot? Nee. Okay. Das hab ich reingemacht. Laut und aus ist Screenshot, oder? Fabian, kann ich dir weiterhelfen? Weiß er genug? Ja. Du musst jetzt mal hier so ein bisschen was haben von mir, ne? Richtig. Ein paar Informationen und so. Ein paar Brocke, ja? Kaum so am besten. Ah ne, das war's denn, ne? Jo. Ich mal davon aus, dass ihr jetzt bei jetzt bei Pappnasen das Video noch nicht veröffentlicht habt oder eröffnet habt, ne? Wir haben es schon veröffentlicht, ja. Ist es gerade live? Geöffnet, nee, wie heißt's? Eröffnet habt. Eieiei. Habt ihr noch nicht, ne? Deswegen herzlich willkommen in der Heiligen Halle. Ich hab keine Zigaretten, Clemens. Nee, gerade schon beim Fabian eine. Nee, Fabian hat auch keine mehr. Ich hab echt keine mehr. Da muss ich wirklich ins Auto. Ach, Leute. Du kannst aber einfach mal welche holen, oder? Ja, ich bin dein Bascher oder was? Nee, aber. Dass ich für die Kippen holen gehe? Ich hol mir doch gleich selber welche, beruhig dich wieder. Also, du sollst diese mir rauchen. Das stimmt. Gut, Clemens. Ja, ich bin dich. Ja, Ladies and Gentlemen, heute ist der große Tag. Oder wir sind schon zwei Tage hier dran an der Geschichte. Guck mal hier. Luftbalken Porsche. Was für ein ungewohntes Bild. Ja, wir bauen das Teil heute auf Luft um in diesem Video. Wir haben ja angeteasert, dass wir nochmal so ein kleines Static-Fahrwerk-Abschiedsvideo machen wollen. Nur dem Fabian war dann meine Videoaufnahmen, die ich dann alleine gedreht habe, doch etwas ein bisschen zu krass für YouTube. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt überhaupt bringen oder bringen sollten, ohne hier wieder so einen kleinen Shitstorm zu machen. Ne? Ja, jetzt erstmal zum Umbau. Also einbauen tun wir, wie gewöhnlich, wie beim Fabian auch schon, ein wunderschönes, pratzes Luftfahrwerk. Zu den Dämpfereinheiten muss ich euch ja nicht so viel erzählen. Habe ich ja beim Fabian wahrscheinlich schon gemacht. Alles dran, was das Herz begehrt. Wir haben hier einmal Gewindeverstellung, wir haben hier Luftbalk, wir haben hier Uniball-Domlager. Wir können die Härte des Dämpfers hier oben verstellen. Quasi alles enthalten. Ja, dann haben wir uns von dem lieben Dirk von Peppercrowns hier wieder wunderschöne Stahlflexleitungen anfertigen lassen, ohne jetzt hier unnötige viele Verbindungen zu haben. Der Kollege macht das immer relativ schön und auch recht fix, muss ich sagen. Ja, und vom Tank her und von der Steuerung, ich tue mal gerade hier den Clemens seinen hochwertigen Obit-Pullover weg. Schön. Ich habe hier gerade mal deinen schicken Pullover gezeigt, Clemens. Willst du gerade anziehen? Ich brauche nochmal einen Crafter-Schlüssel. Warum? Weil mein Autoschlüssel, mein Geldbeutel noch drin liegt, sonst komme ich morgen nicht in die Arbeit. In die Arbeit? Ja, da hast du keine drin. An die Arbeit. Auf die Arbeit heißt es im Osten. Ja? Ja, Tank ist von Akku Air, Steuerung ist von Akku Air, als auch diese Höhenstandssensoren, alles von Akku Air. Also quasi genau dasselbe Konzept, wie wir beim Fabian seinem Cayman aufgebaut haben. Ja, dann habe ich überlegt natürlich, wo wir das Ganze einbauen werden, ob man das jetzt in den Kofferraum. Na, der Kofferraum ist ja hier vorne, ne? Bisschen dumm. Ob man das jetzt hinten auf die Hutablage bauen? Bin mir gar nicht sicher, ob es der Moritz von Pipifine, hat er das da hinten verbaut? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat das hier hinten auf dieser Hutablage verbaut.
Allerdings ist mir das alles ein bisschen zu Show- und Scheinmäßig. Ich verbaue sowas lieber gerne irgendwo, wo man das nicht sieht. Und deswegen haben wir uns für vorne den Kofferraum entschieden. Ja, das kann man natürlich auch nicht einfach so da reinstellen und da einfach am Unterboden verschrauben. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier so eine hochwertige Luftplatte, sage ich mal so, gebaut. Ich habe mir jetzt hier aus Pappe erstmal eine Schablone genommen. Habe mir das alles schon mal schön zurechtgeschnitten, dass das hier wunderschön da reinpasst. Habe dann eine dünne Sperrholzplatte genommen, habe das Ganze dann dementsprechend nachgeschnitten und diese dann mit einem innenraumähnlichen Filz beklebt. Ja, hier sind jetzt schon die Aufnahmen drauf für unseren Tank und wir haben jetzt natürlich auch einen kleinen Hohlraum hier unten drin, was jetzt prädestiniert dafür ist, um unsere ganze Steuerung und die ganze Kabellage alles schön zu verbauen und zu verstecken. Sieht jetzt hier alles noch ein bisschen wild aus, das muss ich nachher alles noch ein bisschen in Form bringen und ein bisschen aufräumen. Aber so sieht das ganze Prinzip jetzt dementsprechend aus. Habe jetzt hier rechts und links die Anschlüsse für den Tank und gehe dann mit den ganzen Leitungen, habe ich jetzt hier unten so einen kleinen Cut, einmal hier rechts und einmal hier links gemacht und gehe dann jetzt mit den ganzen Kabeln und Leitungen quasi raus. Habe jetzt hier schon mal die Kabel durchgeführt für die Höhenstandssensoren. Hier sind so zwei Klappen drin gewesen, auch perfekt dafür. Da werde ich nachher noch die Luftleitung rauslegen. Und mit der Stromversorgung bin ich hier fast wahnsinnig geworden. Wir haben hier Zündungsplus gesucht, hier vorne im Kofferraum. Nirgendwo ist Zündungsplus zu finden. Deswegen sind wir jetzt auch mit dem Zündungsplus einmal hier durch diese Gummischatulle gegangen, bis in den Innenraum zum Sicherungskasten und haben uns dann die 15 dort geholt und haben dann auch gleich das Kabel für die Steuerung für das Touchpad da langgelegt, was jetzt auf der Beifahrerseite rauskommt. Hier haben wir nämlich so einen originalen Getränkehalter drin. Den klappe ich einmal auf und dann kommen mir so zwei Getränkehalter raus. Und dann will ich das so haben, dass wir quasi das Touchpad dann integriert in diesem Getränkehalter drin liegen haben. Das wird von Moritz geguckt. Von Moritz? Ja. Nee, der Moritz hat hier so einen Metallhalter irgendwie, so einen riesigen, aber das ist auch klobigen. Ein Halter drin, glaube ich. Da ist auch ein Halter drin, das stimmt. Aber der liebe Norm, der will uns hier mit seinem freshen 3D-Drucker direkt hier so eine Auflage drucken, wo wir das Touchpad dann schön einarbeiten können. Und ja, das wird aber nochmal ein gesondertes Video geben, wie wir diese Auflage hier bauen. Geht es ein bisschen um 3D-Drucks, glaube ich auch sehr interessant. Da kann man sich nämlich mal ein paar Teile konstruieren und dann einfach schön drucken. Richtig schön drucken. Ja, also ich habe jetzt auch angefangen hier mit dem ganzen Kram, mit den ganzen Kabeln und so. So gehe ich in der Regel immer vor, weil das so ein bisschen, ne, nicht so eine schöne Arbeit ist. Dann habe ich das schon mal hinter mir. Habe das jetzt weitestgehend schon alles angeklemmt, verbaut. Ich muss das hier, wie gesagt, nachher noch ein bisschen aufräumen. Und dann liegt das jetzt hier quasi so drinne. Dann muss quasi nur noch unser Tank rein. So, Leitungen dran. Leitung muss ich noch verlegen. Und die Dämpfer müssen noch rein. Ja, das ist jetzt so gerade der aktuelle Zwischenstand hier. Ne? Ich mache jetzt erstmal fertig die ganzen Dämpfer rein und dann sehen wir uns gleich nochmal, würde ich sagen. Ja, auch noch so ungesund. Ja, apropos, hast du geholt oder was? Ja, bei mir im Auto. Ach, machst du hier diesen Krautmix-Salat, ne? Da ist einfach nur Spät drin. Diese vier. Nee. Aber hier, dein Vater war gerade da. Entweder raurig oder ich bastel, aber beides gleichzeitig. Ich hab dir welche mitgebracht. Dankeschön. Let me keep it. I never speak it and keep it a secret. It'd be peak if any geezer would hear it and then repeat it. So we keep it deep and out of reach from all the Egypts. If you need it, best believe it, you won't seek it. Locked up in my room, deep cocoon, like you're digging in crates. Already dug where you're digging, so you're digging is bait. Keeping it straight, guards until late. Sample the breaks, then we move on to the groove. Grabbing that sample at 8 seconds. Loop beckons, smooth like new weapons. If I do step in, slew repping. So, Boys and Girls, weiter geht's. Die Dämpfer sind mittlerweile drin. Muss euch jetzt auch mal hier so ein bisschen mit der Vlog-Kamera oder unserer neuen Vlog-Kamera das Ganze zeigen, weil der Fabian heute noch unterwegs ist. Ich habe jetzt eben hier schon so einen hochwertigen Selfie-Stick gebaut. Sogar hier mit so ausklappbaren Füßchen, damit ich euch ab und zu auch mal in die Ecke stellen kann und euch noch ein bisschen was zeigen kann. Ja, was haben wir gemacht? Also wir haben jetzt die Dämpfer eingebaut. Dafür haben wir natürlich auch erstmal wieder Holly Hall typisch die ganze Geschichte bis runtergeschraubt. Das heißt, die Gewindegänge bis zusammengeschraubt. Die gucken jetzt hier unten raus, wie man sehen kann. Das ist jetzt hier der Gewindegang, der hier unten rausguckt.
Das Ganze muss ich natürlich voreinstellen, weil wir haben folgendes Problem: Wenn wir die Dämpfer nachher eingebaut haben und die Leitungen schon angeschlossen haben, können wir die Dämpfer dann im Nachgang nicht mehr verdrehen. Das heißt, der Gewindegang oder die Gewindeverstellung ist jetzt eigentlich rein für den Einbau, um jetzt eine Voreinstellung zu machen, in welchem Höhenbereich wir uns dann mit der Luft bewegen können. Ich zeige euch mal kurz das Problem. Wir haben hier hinten am Dämpfer unseren Luftanschluss. Und wenn ich jetzt das Gewinde hier unten in den Fuß reindrehen möchte, muss ich hier oben wirklich den kompletten Balk inklusive dem oberen Verstellring verdrehen. Ansonsten kriege ich das nicht da reingedreht. Und da sich natürlich hier jedes Mal dieser Gewindeeingang mitdreht, muss ich das natürlich, bevor ich das jetzt letztendlich fest installiere, diese Leitung schon mal auf die gewünschte Höhe drehen und das voreinstellen. Ja, das habe ich gemacht. Wir kommen quasi auf eine perfekte Höhe. Das Rad taucht schön ein und wir sind nicht zu hoch, weil wir brauchen ja... Sorry, ich muss mich hier erstmal dran gewöhnen. Wir brauchen ja quasi kein Luftfahrwerk, wenn das Teil nicht tief genug ist und mit der, oder wenn wir es jetzt bis runter gedreht haben, hat es dann wirklich die perfekte Tiefe. Also wir sind wirklich richtig tief dann, wenn das Teil abgelassen ist. Und wenn wir fahren wollen, haben wir auch noch ganz gut Höhe. Ja, hier ist jetzt nochmal der hintere Dämpfer. Der war quasi in dieser Höhe voreingestellt. Da haben wir jetzt noch ein paar Zentimeter Luft. Hab jetzt auf der anderen Seite schon mal komplett runtergeschraubt, wie man sehen kann. Und teste das Ganze jetzt gerade mal, ob das hier perfekt eintaucht. Und der Gerät war static wirklich schon echt tief, aber jetzt haben wir hier wirklich schon ein krasses Ergebnis. Also das Ding sieht bald aus, als wenn die Achse gebrochen wäre. Ja, ist jetzt natürlich dann nochmal was anderes, wenn ich dann alle vier Räder draufgelassen habe und das Auto, sag ich mal, mit der Gesamtfläche komplett ablasse, gell? Da wollen wir mal sehen, wie das Teil dann steht. Allerdings bin ich da schon guter Dinge, wenn ich das sehe, wie weit das schon eintaucht. Ja, ich mache jetzt erstmal die restlichen Dämpfer oder die Dämpfer, die ich eingebaut habe, komplett fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem Leitungsbau weiter. Ich habe nämlich jetzt hier schon mal die Leitungen für unsere Höhenstandssensoren rausgelegt und werde jetzt erstmal unsere Höhenverstellsensoren einbauen. Hier, das ist übrigens die Hutablage hinten vom Porsche. Das wissen wahrscheinlich auch nicht viele. Das komplette Teil hier ist eine Bose Sound- oder Bassbox. Macht einen richtig geilen Klang, das Teil. Ja, das wollen wir aber gar nicht sehen, sondern nämlich unsere Sensoren. Ja, diese Sensoren hier, die müssen wir jetzt rundherum oder pro Radseite. Autofokus, wo bist du? Da ist er. Ja, diese Teile müssen wir jetzt komplett einmal rundherum achsseitig verbauen, also vier Stück, damit das Fahrzeug natürlich nachher weiß oder das Steuergerät von unserem System, in welcher Höhe sich das Fahrzeug befindet. Ja, dafür müssen wir natürlich extra Halter anfertigen und das an den Achsen befestigen und das ist meistens nochmal genauso viel Arbeit, wie ein ganzes Luftfahrwerk zu verbauen. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal damit beschäftigen und erst wenn wir diese Teile verbaut haben, können wir uns dann die Leitungen mit den entsprechenden Steckern an diese verschiedenen Stellen legen. Und werden dann auch in demselben Atemzug dann gleich unsere Luftleitung mit verlegen an die Bälge. Ja, das machen wir jetzt erstmal, würde ich sagen. So, bevor wir jetzt mit den Sensoren weitermachen, möchte ich euch nochmal kurz zeigen, was zu dem Leitungsanschluss an den Bälgen. Also wie man jetzt hier unten sehen kann, gehen wir normalerweise an dieser Stelle hier unten rein mit dem Anschluss unserer Leitung. Da haben die Kollegen aus Japan jetzt allerdings so ein bisschen einen falschen Einsatz reingemacht. Das ist jetzt hier so ein Quetschverbinder. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Fusieren. Genau jetzt. Da kommt dann eigentlich unsere Kunststoffleitung drüber. Das Ganze sieht quasi so aus. Dann hier diese Mutter drüber geschoben. Oder auch nicht. Ja genau, und jetzt haben wir hier die Leitung schon ein Stück rausgucken. Und dieses Teil wird jetzt quasi in diese Leitung hier reingesteckt, dann miteinander verschraubt und soll das dann quasi verquetschen und eine dichte Verbindung herstellen. Das ist ja erstmal alles schön und gut, allerdings müssen wir natürlich an den Radseiten relativ flexibel bleiben. Ich meine, diese Kunststoffleitungen hier, die sind schon relativ flexibel, allerdings auf die Dauer würde ich sagen, dass die dann doch schon irgendwann kaputt gehen oder porös werden. Und deswegen machen wir das herkömmlich, ich hoffe natürlich jeder in unserem Land so, mit solchen Stahlflexleitungen. Diese hier habe ich mir jetzt vom Dirk extra anfertigen lassen, von Pepper Crowns. Man kann sich das natürlich im Netz auch alles zusammenstellen, kann sich dann hier die gewünschten Anschlüsse, wie man sie braucht, alle selbst draufschrauben. Allerdings lasse ich mir das schon immer alles fertig pressen vom lieben Dirk, damit wir natürlich so viel oder so wenig Verbindung wie möglich haben. Dadurch haben wir dann natürlich auch so wenig Undichtigkeiten wie möglich. Ja,
Hier ist jetzt nochmal so ein kleiner Einsatz. Dieses Teil werde ich mir jetzt schon mal in meinen Balk reinschrauben. Da nehme ich immer so Hansa Flex Kleb- und Dichtstoff. Mache mir dann hier so ein bisschen vorne ums Gewinde rundherum und setze das dann in den Balk ein. So, Ladies and Gentlemen, zu unseren Höhenstandssensoren. Ja, für was brauchen wir die eigentlich? Unser Steuergerät für die Lufterzeugung muss natürlich immer wissen, in welcher Höhe sich das Fahrzeug gerade befindet. Und deswegen müssen wir pro Radseite einmal einen Sensor verbauen, wo das Steuergerät dann dementsprechend entnehmen kann, in welcher Höhe befindet sich das Fahrzeug eigentlich. Und kann dann dementsprechend, egal in welcher Fahrhöhe wir gerade fahren oder welche Fahrhöhe wir gerade eingestellt haben, kann es dann natürlich immer mit entsprechend Druck nachregeln, falls wir irgendwo ein bisschen zu wenig Druck haben. Ja, bei LF zum Beispiel ist das so, dass sie zwei Systeme haben. Einmal wird das über den Druck geregelt. Das heißt, das Steuergerät misst einfach den Druck an dem jeweiligen Radbalk und vorher dann nochmal etwas nach, wenn was fehlt. Und bei Akku-R ist es so, dass es nur über diese Höhenstandssensoren funktioniert. Ja, ich zeige euch die Teile gerade mal. Das hier sind jetzt unsere Höhenstandssensoren. Ja, das braucht man natürlich nicht viermal pro Radseite, sondern einmal pro Rad, also vier Stück davon. Dann haben wir einmal hier eine Stange, die müssen wir uns dann individuell kürzen auf die Länge, die wir dann letztendlich benötigen. Das Ganze kann man dann hier entsprechend zerlegen, kann sich hier den Gewindegang einkürzen auf die Länge, die man dann braucht. Auch diesen Gummischutz kann man sich dann kürzen und kann dann hier den kleinen Gelenkkopf quasi wieder montieren. Ja, dann ist noch dabei ein Sack Schrauben pro Sensor. Das sind einmal drei kleine Säckchen drin, einmal für die Befestigung an unserem Querlenker, einmal für die Befestigung von dem kleinen Arm an den Sensor und einmal Schrauben zur Befestigung des Sensors überhaupt. Ja, dann hat Akku-R das alles hier ziemlich gut und genau beschrieben, dass man hier halt nirgendwo an den Arm stoßen darf, dass man zum Beispiel diesen Sensor-Messbereich nicht überschreiten darf. Deswegen haben die hier hinten extra nochmal so einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, den man dann nachträglich, wenn wir das fertig verbaut haben, rausnehmen können. Aber so ist halt gewährleistet, dass wir halt immer in diesem Einstellbereich bleiben, wenn wir das jetzt ans Fahrzeug anpassen. Dann müssen wir natürlich jetzt am Fahrzeug erstmal schauen, wo wir das Ganze verbauen und müssen uns da ein geeignetes Plätzchen dafür suchen. Ich habe hier schon mal eine Lampe reingehangen. So, wir fangen jetzt mal an der Hinterachse an. Das war beim Fabian, seinem Cayman zum Beispiel richtig einfach. Der hat dann hier einfach von der Achse her schon, sag ich mal, einen guten Platz dafür gehabt. Allerdings ist das bei meinem Porsche hier ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier scharf richte, genau. Also wir müssen jetzt hier an irgend so einen Lenker dran gehen. Entweder gehen wir jetzt an den unteren Lenker dran. Hallo, fokussieren. Entweder gehen wir jetzt hier an den unteren Lenker dran oder aber an diesen oberen Lenker dran. Ja, müssen uns dann gucken, wo wir den Sensor hinbauen. Wir können das Teil ja quasi nur in eine Richtung verbauen. Das Teil muss dann natürlich parallel zu unserem Lenker hier fluchten und wir haben jetzt hier natürlich keine Stelle, wo wir das jetzt hier anflanschen können. Deswegen ist jetzt mein Plan, an diese Metallfläche der Hinterachse erstmal einen 90-Grad-Winkel zu bauen, um dann entsprechend unseren Sensor hier befestigen zu können, damit er dann mit dem Lenker schön hoch und runter fahren kann, wenn wir das Fahrzeug ab- oder hochlassen. Das heißt also, wir müssen jetzt erstmal einen Halter bauen. So, zu unserem Halterbau, da nehme ich meistens immer Aluminium dafür statt Stahl. Hat einfach den Vorteil, dass es sich viel leichter verarbeiten lässt. Wir können besser bohren, wir können besser die Ecken abrunden, wir können es leichter schneiden, wir können es leichter biegen. Und zudem ist es auch noch viel leichter wie Stahl, deswegen nehme ich da meistens immer Aluminium. Das hat jetzt eine Stärke von 3 mm, also von der Stabilität her vollkommen ausreichend. Ja, ich habe mir jetzt hier schon mal die Breite unseres Sensors aufgezeichnet und werde uns jetzt erstmal hier diesen Blechstreifen ausschneiden und daraus werde ich dann unseren 90 Grad Halter für unsere Sensoren bauen. I'ma get it poppin' like tags. Fuck it off, make it right back. Smoke three O's back to back. Three O's, that's a rack. I'm so stingy with my cash. Swear that I get so attached. Gotta live life, no fear. Been going hard all year. Money came in, I'm like, yeah. And it's all there, like, yeah. Rocks in my ear, they clear. High like a motherfucking Lear. Whole lot of clouds in here. Rolling a whole lot of loud in here. All of my boys bossed up this year. So, Ladies and Gentlemen, Sensorhalterbau ist abgeschlossen. Wie man gesehen hat, ist das auch gar nicht mal so ohne gewesen. Also um so einen Sensor professionell zu befestigen, dass das auf Dauer auch hält und man das Teil nicht einfach irgendwo da dran spackst, bringt dann doch schon ein bisschen Arbeit mit sich. Aber auf die lange Sicht gesehen lohnt sich das auf jeden Fall, dieses Teil professionell zu verbauen.
Ja, ich zeige euch das Ganze nochmal schnell. Einmal an der Hinterachse. So sieht das jetzt an der Hinterachse aus. Sind jetzt hier einmal hier unten an den Quellinger dran gegangen, haben jetzt hier unseren Halter an der Hinterachse befestigt. Und unser Sensor ist jetzt überall schön freigängig. Ich habe das jetzt schon geprüft, habe das Fahrzeug mal hoch runter gelassen mittels eines Getriebehebers. Und wir haben da auch nichts im Weg, wo jetzt hier unser Sensor arbeiten kann. Ja, an der Vorderachse, das war fast genauso kompliziert, wenn nicht noch komplizierter. Da ist nämlich das Problem, dass hier diese Koppelstange ziemlich nah im Sensorbereich ist. Es gibt natürlich auch keine schönere Lösung, das Ding hier irgendwo zu befestigen. Deswegen habe ich jetzt hier unten auf den Quellinger extra nochmal einen Halter angefertigt, um das Ganze zu befestigen. Habe das jetzt auch schon alles getestet, alles wunderbar freigängig und funktioniert. Ja, unsere Luftleitung haben wir mittlerweile auch angeklemmt und verlegt. An der Vorderachse als auch an der Hinterachse. Wie man jetzt hier sehen kann, müsst ihr natürlich dann auch überall schön die Freigängigkeit prüfen. Mal das Rad eintauchen lassen und wieder raus, dass das Teil hier nirgendwo schleifen kann. Und dass die Leitung auch nirgendwo unter Spannung liegt, falls das Ding dann außen einfedert und nicht irgendwo abreißt. Ja, unsere Kunststoffleitungen habe ich mittlerweile auch schon verlegt. Habe vorne den Kofferraumausbau auch schon fertig und habe das System auch schon geprüft. Funktioniert wunderbar. Und das Teil geht wirklich brechetief. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal die Räder drauf, baue jetzt hier noch die restlichen Verkleidungen dran, Radhausschalen rein und dann sehen wir uns gleich, dann lassen wir das Teil mal ab. So, Ladies and Gentlemen, einige Monate später und auch in anderen Räumlichkeiten, ne? Wir sind schon in unserer neuen heiligen Halle. Ja, wollen wir jetzt hier das Video nochmal zum Abschluss bringen. Hat ein paar Monate gedauert, bis wir jetzt hier letztendlich das fertige Objekt für 21 fertig drehen können. Ich war stehen geblieben, dass ich hier die Radhausschalen reinzwicken wollte, Fabian, ist das richtig? Das richtig. Teil ablassen wollte, ne? Und das ist jetzt quasi das fertige Endergebnis mit den neuen wunderschönen Asphalt-Dreams-Rädern für die Saison 2021. Ja, das haben wir euch die ganze Zeit noch so verschwiegen, weil es da natürlich aufgrund von Corona noch ein bisschen Lieferverzögerungen und Schwierigkeiten gab, zwecks der Felgen. Deswegen kommt das Video erst zu spät jetzt im Nachgang und wir drehen es jetzt hier schon ein bisschen später in den neuen Heiligen Hallen. Ja, das Design hatten wir jetzt zwar 2020 schon drauf gehabt, allerdings waren wir mit dem Design jetzt wirklich nur auf ein oder zwei Treffen und es wäre wirklich schade drum gewesen, dafür nächstes Jahr wieder was Neues zu machen, weil viele Leute das wahrscheinlich so auch noch nicht gesehen haben. Wir haben lediglich jetzt nur den Sponsor der Felgen geändert und das ist jetzt quasi der komplett abgelassene Zustand für das Jahr 2021. Wunderschön geworden, Fabian, ne? Ein bisschen tiefer. Und ein bisschen tiefer, viel tiefer. Ja gut, so viel tiefer auch nicht, aber... Naja, komm. Ist auf jeden Fall so nicht mehr fahrbar. Vorher, Static, war es zwar ein Ticken höher, aber noch fahrbar und so wäre es jetzt halt wirklich nicht mehr fahrbar. Ja, zu den Felgen, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Da werden wir nochmal ein gesondertes Video mit dem lieben René von der F-Garage drüber drehen und ein Video machen. Bei F-Garage als auch bei uns und erklären euch nochmal, was es damit auf sich hat, warum, wieso, weshalb. Wir werden nochmal auf das Design eingehen und dann werden wir zusätzlich noch ein Video drehen zu unserer Steuerung. Habe ich das im Video erwähnt? Dass nochmal ein extra Video kommt, ja. Dass da nochmal ein extra Video kommt, da kommt der liebe Norm vorbei und macht da nochmal so eine kleine 3D-Druck-Session für unser Halter, für unser Bedienteil. Ja, dann würde ich sagen, war es das schon wieder von diesem Video. Fahrzeug haben Sie schon gesehen, ne, Fabi? Ja. Dann schaltet okay. Bald wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Here we go again, simple hit 'em, 100 kilograms, sledgehammer rhythm that I split 'em on impact. Swinging like Gibbons through this track. We keep the safeguard of our Rhodesian Ridgebacks. Underground studio, it's crack. Stuck in the booth like a